Hallo, wieder mal ein kleines Testvideo von unserem französischen Betriebssystem Magaya. Ne? Linux-Betriebssystem mit KDE Desktop. Warum ich das momentan gewählt habe? Ja gut, wir haben in den Nachrichten gesehen, es gibt da so kleine Problemchen mit den USA. Wobei wir, wie man hier sieht, eigentlich nie ganz um die USA drumherum kommen. Zumindest wenn wir Google benutzen. Ich habe hier noch einen Webbrowser auf. Und dieser Webbrowser nimmt Kontakt auf zu E100.net, das ist Google, und Google.com und VeriSign.net, das ist alles in den USA. Gut, aber zumindest das Betriebssystem könnten wir mal ein bisschen sicherer machen. Gut, ich möchte mal kurz zu meinen Erfahrungen hiermit. Magaya, Kontrollzentrum. Bei der Installation war mir aufgefallen, dass der Bootmanager so ein bisschen spackig war, spackig. Es war nämlich nicht zunächst der Grub 2 installiert. Hatte dann den Nachteil, ich habe hier auf dem PC noch mehrere andere Linux-Systeme, Ubuntu 13.04 und 13.10, die tauchten nicht so auf, wie ich das gerne hätte. Ne? Und es war Grub im Textmenü, ne? Grub 097 war installiert, dann habe ich umgestellt auf Grub 2 im grafischen Menü und schon war das Problem behoben. Sehr schön. Gut, jetzt schauen wir uns mal an, Dreh- und Angelpunkt Software verwalten. Wir hatten unser Problemchen mit E-Mail-Programmen. Natürlich, wenn man Magaya tatsächlich physisch installiert, hat man natürlich die Möglichkeit, ein E-Mail-Programm zu installieren, wie vermutet. Ging nur auf der Live-CD bzw. DVD nicht, die ich da so hatte. Und sobald sich das hier mal kurz aktualisiert hat, können wir dann zum Beispiel mal suchen. Zum Beispiel nach dem Mailprogramm Thunderbird. So, wir finden Thunderbird Details in der Version 17.08. Firefox haben wir übrigens auch die 17er Version in der Langzeit ESR Version. Und hier haben wir die deutschen Übersetzungen. Gut, was habe ich mir noch installiert? Ihr seht, ClemTK Virensuche habe ich installiert. ClemTK, einfach nur mal so. Schön bei ClemTK in der Version ist, die ich da installiert habe, die hier drauf ist, das ist die Version 4.4. Die findet nicht mehr jeden Schnickelschnackel, ne, so die sogenannten PUAs, sondern Possible Unwanted Applications, sondern man kann das hier abschalten, ne, dass man unerwünschte Anwendungen auch findet. Die sind ja dann keine Viren, sondern nur möglicherweise unerwünscht. Und was habe ich noch? Check Rootkit, CRK. Rootkit habe ich installiert. Das hat allerdings noch einen kleinen Bug. Ne? Können wir uns gleich mal ansehen. Check Rootkit, ne? Einen kleinen Bug hier, ein Bug Report. Dieses Check Rootkit zeigt nämlich an, dass SBIN init infected wäre mit einem sogenannten Socket Rootkit. Ne? Der Bug ist aber bekannt. Gut, wie komme ich auf das Gedöns? Machen wir hier erstmal weiter, nehmen wir mal Flash, ne? Flash für den Firefox. Wer also Flash braucht für YouTube-Videos, alternativ kann man natürlich auch GNU Flash Player installieren, um zum Beispiel YouTube-Videos anzuschauen. Und was wir nicht haben, was ich nicht gesehen habe, war Lame MP3. Da fehlen mir die ein oder anderen Codecs. Ne? Gut. Machen wir hier mal zu. Interessant ist aber, das ist momentan mein Dreh- und Angelpunkt Konfiguration der Systemsicherheit. Ne? Rechte und Prüfung. MSSEC ist hier installiert. Gut, Firewall habe ich enabled. Sicherheit habe ich eingerichtet. Kann man hier machen. Auf Paranoiden-Modus. Ne? Secure steht normalerweise auf Standard. Sicherheitswarnung auf dem Desktop anzeigen habe ich gemacht. Und das hier, diese wenigen kleinen unauffälligen Buttons sind im Moment mein Dreh- und Angelpunkt meiner Systemoptimierung. Gut, da hat man die sogenannten Cronjobs, wo Sicherheitschecks durchgeführt werden und die kann man auch direkt hier ausführen lassen. Der normalerweise nur täglich ausgeführte Sicherheitscheck, den kann ich hier mal manuell laufen lassen und dabei wird auch Check Rootkit ausgeführt. Ja. Übrigens, wer sich wundert, dass irgendwann mal eine Datei namens Dead Letter bei ihm erscheint, die sich nur mit Rootrechten öffnen lässt. Da sind nochmal diese Reports, von denen ich gleich berichten werde, mit drin. Dead Letter. Gab es da nicht auch so eine Rockband? Naja.
Die haben aber keine Briefe geschrieben, zumindest nicht mit Thunderbird. MSSEC has performed a diff check, ein Differenzcheck. Wunderbar. Mit Show Results, das ist jetzt Dreh- und Angelpunkt meiner kleinen Optimierung, haben wir das drin. So, wie gesagt, hier wird der Check Root Kit ausgeführt, sofern es installiert ist. Und da kommt es momentan noch zu dieser Socket Root Kit Fehlermeldung, die anscheinend ein Bug ist. Gut, äußerst interessant waren Security Warnings, dass es gegebenenfalls Verzeichnisse und Ordner gibt, die nicht gescheit gesetzt sind von deren Zugriffsrechten. Da hatte ich auch so einige. Ich hatte mir nämlich, als ich das System eingerichtet habe, ein paar Ordner einfach rüberkopiert von anderen Partitionen und da waren die Zugriffsrechte nicht richtig gesetzt und es gab sogar welche im obersten Verzeichnis, die waren zumindest nach diesem Security-Check nicht ganz richtig. Könnt ihr dann als Root gegebenenfalls dann korrigieren. Gut, das finde ich unheimlich interessant. Gegebenenfalls offene Ports werden automatisch gegebenenfalls geschlossen, falls nicht erwünscht. Das finde ich äußerst pfiffig. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Wie gesagt, erweiterte Einstellung für Netzwerkschnittstellen und Firewall haben wir auch noch, müssen wir auch noch erforschen. System, eine Konsole mit Adminrechten ausführen. Da seid ihr direkt Root und könnt gegebenenfalls zum Beispiel ins Verzeichnis varlib, falls es dort zum Beispiel einen Ordner mit ls-al anzeigen gäbe. Das war bei mir zum Beispiel der Ordner xkb, dessen Zugriffsrechte nicht so gesetzt sind wie die anderen Ordner. Die haben hier read, write, execute für den Root, read und execute für die Gruppe und read, execute für andere. Und das war da anders gesetzt. Da kann man mit chmod 755 zum Beispiel xkb dann korrigieren. Wollte ich nur kurz gezeigt haben. Wie gesagt, unheimlich interessant. Wer jetzt da jetzt weniger Interesse dann hat, die Sicherheitseinstellung zu checken, kann auch das KDE-Einstellungsmenü mal checken. Ich habe mir ja hier ein anderes Thema eingestellt. Verhalten der Arbeitsfläche, Arbeitsflächeneffekte kann man sich einstellen. Zum Beispiel diesen 3D-Würfel hat man bei alle Effekte. Das ist der Arbeitsflächenwürfel. Den hat man hier. Kann man mit Steuerung und F11 aktivieren. Drücke ich jetzt mal Steuerung F11. Zack. Dort sieht man dann, dass es sich um einen KDE-Desktop handelt. Kann man auf die anderen Arbeitsflächen. Rechtsklick. Ist man da wieder raus. Sehr schön. Schickimicki. Bunti. So, was haben wir nochmal? Noch sehr schön fand ich übrigens bei Anzeiger und Monitor. Die Bildschirmsperre, also den Bildschirmschoner. Da gibt es sehr schöne OpenGL-Bildschirmschoner, wie zum Beispiel Euphorie. Gut, weiter geht's euphorisch. Schauen wir mal. Warten wir ab und sehen wir mal weiter. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.